Hallo liebe Filmemacher und Rap-Fans, es ist ein Donnerstag und wie ich versprochen habe, bin ich jetzt aktiv auf meinem Kanal und jeden Donnerstag bzw. in der Woche kommen immer andere Talks und Samstag kommen immer Insider-Talks. Also heute bin ich hier mit Dominik und wir machen für euch einen Gear-Talk. Dominik ist mein Mitarbeiter, der wird in der Zukunft die Gear-Talks übernehmen, weil er technisch sehr visiert ist. Gut ausgebildet, muss man dazu sagen, ne? Ich wollte mich nicht selber loben. Und heute wollte ich über die Kamera sprechen. Man denkt, hey, was macht Daniel Slotin mit so einer billigen Consumer-Kamera? Aber dafür gibt es einen Grund. Das ist die Sony ZV-E10, eine 4K-Kamera von Sony, E-Mount-Kamera. Und Dominik kann besser erklären, warum wir die gekauft haben und wofür wir die nutzen. Ja, dadurch, dass quasi unser Team jetzt ein bisschen gewachsen ist, ne, und wir auch technisch immer besser geworden sind, also jetzt zumindest von der Mitarbeiterseite, haben wir uns halt jetzt dazu entschlossen, mehr auf YouTube zu machen und auch mehr so hinter den Kulissen zu zeigen. Und da brauchten wir natürlich gerade so für Behind the Scenes, ne, oder mal so einen Vlog drehen, irgendwas Kleines, Kompaktes, aber trotzdem, was halt uns technisch ausreicht für diese Formate. Und da haben wir uns dann dazu entschlossen, das Gerät zu holen. Also, bam! Generell ist es eine 4K-Kamera mit Wechselobjektiven, E-Mount-Objektiven von Sony. Und standardmäßig kommt die Kamera mit einem Zoom-Objektiv, einem Pancake-Objektiv. Pancake sagt man zu den Objektiven, die besonders flach sind. Erstmal zu dem Objektiv. Natürlich ist das billigste Schrottobjektiv, aber warum feiere ich dieses Objektiv? Das Objektiv hat eine Zoom-Wippe und für Vlogging es ist extrem geil, weil du ruckellosen Zoom hast und nicht dieses das Objektivrad rotieren muss. Und das ist wirklich sehr, sehr praktisch, vor allem wenn du im Urlaub unterwegs bist. Das Objektiv ist 16 bis 50, also hat wirklich die Brennweiten von ultraweitwinklig bis Teelicht. Die Kamera hat APS-C-Sensor, hier kann man das gut erkennen. Das ist ein Super 35-Sensor und das Objektiv ist wirklich extrem flach und leicht. Ich glaube, das ist bei 100 Gramm liegt das ungefähr. Die Kamera liegt super in der Hand, hat diesen rotierenden Display, du kannst dich selber filmen, hat 4K, die Zoom-Wippe ermöglicht ruckellosen Zooms. Die Blende ist natürlich nicht so geil, 3,5 bis 5,6, aber für so ein kompaktes und kleines Objektiv ganz in Ordnung, vor allem der Preis. Grundsätzlich ist die Menüführung eigentlich ähnlich wie bei allen großen Kameras, auch aus der Sony-Reihe, von der Alpha-Reihe. Wir haben dasselbe Menü, wir haben dasselbe Overlay. Ich muss sagen, grundsätzlich, ich finde die Menüführung allgemein bei Sony nicht so übersichtlich. Aber wenn man ungefähr so in diesem Gebiet unterwegs ist, man kommt auf jeden Fall gut damit zurecht. Was ich zum Beispiel ein bisschen blöd bei der Kamera finde, dass du Touchscreen nicht immer benutzen kannst. Für die Menüführung funktioniert der Bildschirm nicht als Touchscreen. Für Fokussierung und andere Sachen schon. Ja. Anschlusstechnisch hat die Kamera eigentlich alles, was man braucht. Wir haben einen USB-C-Anschluss, darüber können wir die Kamera laden, als auch tatsächlich streamen. Das ist auch sehr wichtig für Streamer unter euch. Der PC oder Mac erkennt die Kamera als Webcam und du kannst sofort loslegen mit Stream. Die hat auch WLAN. Ansonsten haben wir einen Mic-In-Anschluss, ganz normal, und ein Micro-HDMI. Das ist der einzige Knackpunkt, wo man so sagen kann, ja, Micro-HDMI ist immer ein bisschen komisch, weil da die haben immer das Problem, die brechen schnell ab, die sind nicht so stabil. Aber wir hätten hier auch die Möglichkeit, einen externen Bildschirm anzuschließen. Bei der Größe von der Kamera, die ist wirklich, wenn man die in die Hand nimmt, die ist extrem, extrem klein, super leicht. Also wirklich mega leicht und klein. Dafür, dass die überhaupt einen HDMI-Anschluss hat, das ist schon sehr geil. Mit diesem rotierenden Bildschirm ist auch praktisch, wenn man sich selber filmt, wenn man halt vloggt. Oben ist standardmäßig dieser Puschel für Mikro dabei, damit man die Windgeräusche eliminiert. Hier hat man auch die Zoom-Wippe, also Zoom-Taste, Zoom-Regler sozusagen. Sowohl hier oben als auch am Objektiv selber. Objektiv ist geil. Objektiv ist auch optisch stabilisiert, der Sensor leider nicht. Also Sensor von der Kamera ist fest eingebaut, nicht wie bei den größeren Alpha-Modellen. Was auch ein großer Vorteil ist, das ist der E-Mount. Das heißt,
dass man auch große Objektiven, G-Master Primes zum Beispiel, hier anschließen kann und damit filmen kann. Zu den Formaten kann man sagen, wie gerade eben schon gesagt, 4K bis 30 Bilder pro Sekunde sind möglich. Ansonsten Full HD bis 120 Bilder. Also sogar, wir könnten sogar Slow-Mos gut damit aufnehmen. Ansonsten Farbprofile hat die Kamera auch wie die großen Sonys alle möglichen Farbprofile standardmäßig drin. Auch S-Log 2, S-Log 3 ist alles mit dabei. Du kannst auch die Bitrate bei der einstellen. Du kannst entweder 60 Mbit pro Sekunde oder 100 Mbit pro Sekunde aufnehmen. Die nimmt auf normale SDXC-Karten. Hier ist der Slot unten bei dem Akku. Wir hatten aber letztens im Sommer einen ganzen Tag damit gefilmt und da war ein kleines Problemchen. Überhitzung. Wir hatten die und Blackmagic 6K und nach circa halbe Stunde, 40 Minuten kam eine Warnung. Achtung, die Kamera ist überhitzt, muss ausgehen. Deswegen, wenn jemand das ein Problem darstellen soll, muss man halt doppelt überlegen. Also man muss dazu sagen, die stand natürlich auch die ganze Zeit in der Sonne, ne? Es war warm, also das wird jetzt, wenn man jetzt vielleicht 30 Minuten in, weiß nicht, und die hat wirklich 40 Minuten nacheinander aufgenommen, also permanent war sie im Aufnahmemodus, deswegen vielleicht war das ein Problem für die, aber die Tatsache ist, dass die ausgegangen ist nach 30, 40 Minuten. Hat mich so ein bisschen enttäuscht. Die wichtigste Frage, der Preis. Wir hatten wirklich ca. 500 Euro zur Verfügung. So, das war das Budget für unsere Vlog-Kamera, Making-of-Kamera. Und wir haben mehrere Kandidaten uns angeschaut. Wir haben tatsächlich Panasonic-Kameras uns angeschaut. Wir haben uns Canon-Kameras angeschaut. Wir haben kleinere Schwester von der Kamera uns angeschaut mit fest eingebauten Objektiven. Und dann habe ich mich für diese Kamera entschieden, obwohl die 690, glaube ich, brutto gekostet hat. Also wenn man in netto rechnet, mit dem Objektiv unter 600 Euro. Der Link zum Amazon ist in der Beschreibung. Falls ihr Bock habt, die zu kaufen, verlinke ich das unten. Warum habe ich mich für die Kamera entschieden? Der größte Punkt war der APS-C-Sensor. Also ich muss sagen, auch alle anderen Konkurrenzprodukte haben höchstens 25, 30 Bilder in 4K aufgenommen. Das war, also da war alles gleich. Bei der Kamera war natürlich der Weitwinkelbereich auch sehr interessant. 16 mm ist schon nicht schlecht. Zum Beispiel bei den Canon-Kameras ging das ab 18 mm los. Und die 2 mm in dem Bereich, im Weitwinkelbereich, geben schon großen Unterschied. Also 16 und 18 mm für die Leute, die halt mit verschiedenen Brennweiten arbeiten, die wissen, dass es schon ein großer Unterschied ist. Plus bei Canon war das so, dass die Endblende 6,4 war und hier ist 5,6. Das ist auch ein kleiner Bonuspunkt. Plus die Logprofile und plus bei Canon war natürlich RF-Mount. Ich habe nur EF-Objektive und das ist halt immer Adapter dabei zu haben, immer die Kamera, also der Grund, Hauptgrund von der Kamera ist das Gewicht und die Größe von der Kamera. Dass die wirklich, dass deine Hand nicht irgendwie nach 10 Minuten halten, nicht dann ausgepowert wird, sondern dass du das wirklich als Vlogging-Kamera nutzen kannst. Dafür ist natürlich auch das Inbuilt-Mic, ne? Dass wir schon ein bisschen bessere als so Standard-Inbuilt-Kamera-Mics haben, auch nicht schlecht. Ne? Ja, und dafür gibt es auch ein extra Stativ, ein Tripod, mit dem man die Kamera auslösen kann und zum Teil auch bedienen kann. Zum Beispiel Zoom kann man damit bedienen und, und. Also das alles zusammen hat mich dazu gebracht, genau die Kamera zu wählen. Und bis jetzt, bis auf ein paar Punkte, bin ich nicht so enttäuscht. Fotografieren kann man damit auch. Ja, klar. 24 Megapixel. Also, die universelle Optik, der große Sensor, 120 Bilder in Full HD und die Größe von der Kamera waren die Hauptmerkmale, warum ich die für Vlogging geholt habe. Meine Lieben, wenn euch die Folge gefallen hat, schreibt gerne in die Kommentare, was nutzt ihr als Vlogging-Kamera? Habt ihr schon eine Erfahrung mit der Kamera gemacht? Wollt ihr weitere interessante Gear Talks auf diesem Kanal haben? Wollt ihr gerne mehr über Dominik wissen? Abonniert den Kanal, lasst ein Like unter dem Video da, schreibt einen Kommentar und wir sehen uns beim nächsten Mal. Yeah.